Weiter geht's mit der Jugendpräsidentinnenwahl im Jugendtreff Atababad. Drei Jugendliche haben für die Wahl mit verschiedenen Gedanken und Versprechen kandidiert. Bleibt gespannt. Schönen guten Abend an alle. Ich bin Michelle und ich glaube, ihr kennt mich hier alle ja vom letzten Jahr oder beziehungsweise weil ihr mich hier eben öfters seht. Bei der heutigen Pressekonferenz möchte ich euch einen kurzen Rückblick von meinen Erfolgen als Jugendzentrumpräsidentin im letzten Jahr erzählen. Danach werde ich genau auf mein diesjähriges Wahlversprechen eingehen. Nach meiner Rede werden die neuen KandidatInnen von ihren Wahlversprechen erzählen. In der letzten Wahlperiode konnte ich viele meiner Wahlversprechen einhalten. Unter anderem die Pommesaktion, da wo so circa für einen Monat lang die Pommes statt 1,50 € gekostet haben. Oder die Anschaffung von FIFA 23 für die PS5. Mein Name ist Josef, bin 17 Jahre alt und würde gerne kandidieren. Und das, was ich gerne umsetzen würde, wäre erstens ein Auslegungsflugblatt. Und das zweite wäre, dass wir ein Zahnpudding organisieren. Und das dritte, dass dass man quasi so extern oder so eine Beratung mit eine Beratungsstelle für psychische Probleme organisieren könnte. Ich bin der Noel, ich bin 14 Jahre alt und ich habe mich für die Jugendpräsidentinnenwahlschaft kandidiert, weil ich diesen Jugendzentrum als ein Safe Place betrachtet. Es ist ein sicherer Ort für uns alle und wir können alle wir selber sein in diesem Ort. Und ich will weiterhin mit den Betreuern daran arbeiten, dass es weiterhin so ist, so wie bei meinem Wahlspruch es erzählt, Safe to Slay. Ich habe versucht, es so grob zu erklären, dass es ein sicherer Ort ist und weiterhin so ein sicherer Ort sein wird. Gut, weil es vorher so super knapp ist, ich lüge nicht, es ist ein Unentschieden. Echt? Was? Ja. Ist das für euch drei okay, wenn es zwei machen? Ja. Wenn die zwei Stärksten das einfach heuer gemeinsam sind? Ja. Okay, dann möchte ich im Namen von allen Jugendlichen und allen Mitarbeitern der Michelle und dem Josef sehr herzlich zu Beginn des Präsidentenamts holt den Besen! Und auch den Noel. Es war urknapp. Also ich bin hier mit den zwei Jugendzentrumpräsidenten und ich hätte ein paar Fragen für euch. Die erste wäre, wie fühlt ihr euch nach diesem Ergebnis? Zuerst mal zu dir. Also daher ich auch letztes Jahr die Präsidentin hier war, ist es halt eben auch ein gutes Gefühl, weil ich halt eben weiter mit den Jugendlichen interagieren kann und ich halt eben, wie soll ich sagen, auch weiter meine Ideen umsetzen kann. Okay, und jetzt zu dir. Ja, ich hätte wirklich nicht erwartet, dass ich genommen werde, aber ich werde mein Bestes geben. Okay, und wie zufrieden seid ihr mit dem Ergebnis? Ja, sehr, weil im Endeffekt tun wir ja sowieso alle als Team arbeiten. Also ja, es ist so gesagt ein Win-Win für alle. Da es ein Win-Win für alle ist, wie findest du es noch, dass du einen Besen essen musst? Also ich tue, was ich tun muss, weil ich es versprochen habe. Gut so, das erste Wahlversprechen wird somit dann auch gehalten. Das waren also alle Fragen und vielen Dank für das Gespräch und viel Glück dabei. Ja, das auch. Viel Glück in den nächsten zwei Jahren. Dankeschön. Gangschön. Aber wenn ich brauchst, dann bist du schuld, gell? Aha. Immer doch. Ich kauf den Besen.
den besten, mit der besten Qualität. Mhm. Immer gute Qualität hier.